Hallo meine Flöckchen, ich bin's mal wieder, das Schneechaos. Viel Spaß mit dem Stream-Zusammenschnitt zu Sally Face. Lasst uns nicht lange warten und los geht's. Uwo. Sal? Ah, da ist eins, da ist die 5. Und schwarz-grün. Sarah, bist du das? Ich bin es. Ich verstehe dich schlecht. Warum ist dein Geist so? Wie ist das möglich? Ich möchte dir so vieles sagen. Die Pyramiden. Oh, eine leuchtet ja. Das ist schon eher das, was Todd in seinen Notizen beschrieben hat. Lass mich kurz schauen. Okay, wir sind jetzt im Norden, also... Also hier ist es schwarz oben, weiß, dann schwarz, dann weiß unten, dann schwarz und dann wieder weiß. Ich glaube, das war richtig. Du hast es geschafft, Ash. Oh, schon wieder hier. Was soll's? Auf in die nächste Welt. Tür 3. Pfeifert. Papa, wann kommt Mama aus dem Krankenhaus? Glaubst du, dass sie mich mit meinem neuen Gesicht erkennen wird? Verdammt nochmal, Sal, können wir das heute bitte lassen? Ich vermisse sie einfach. Sie ist tot, sie ist verdammt nochmal tot. Mama kommt nicht mehr nach Hause. Was ist mit dem Mann in deinem mit dem Hundekopf? Das haben wir schon besprochen. Niemand glaubt mir, aber ich hab den Hundemann gesehen. Das reicht jetzt, Sal. Ich habe mich für Pink entschieden, weil es Mamas Lieblingsfarbe ist. Ich hoffe, sie wird mich damit erkennen. Baby. Ich habe nach diesem Ort gesucht. Zu lange Zeit war ich im Wald, um zu beweisen, dass es real ist, dass ich nicht den Verstand verliere. Der Rat hat sich alle Mühe gegeben, das zu verstecken, hinter einem Verbergungszimmer, wie es, wie sie es nannten, obwohl was sie Magie nennen, ist letztlich Wissenschaft, die sie nicht verstehen. Roblox Face. Egal, ich denke, du hast auch ein paar versteckte Sachen hier, richtig? Die zweite Pyramide ist hier. Mond, Mond, Sonne, 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 Mond. Mond, Sonne, Mond. Mond, Mond, Sonne, 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 Mond. Mond, Sonne, Mond. Da sind immer nur zwei. Was sind es denn die ersten? Mond, Mond, Sonne, Mond, Mond, Sonne. Sonne, Sonne, Mond. Müsste doch aber richtig sein.
Das, was rechts war, denke ich. Ja, okay, ja, dann ist es Sonne, Sonne, Mond, Mond. Okay. Sonne, Sonne, Mond, Sonne, Mond, Mond. Sonne, Sonne. Nice. Jetzt will ich nur das andere finden. Da ist noch ein Chip in grün. 4 ist grün. Das jetzt geändert, der Block hier? Okay, da ist auch nichts mehr zu machen. Da ist einer. Okay, das war Mond, Mond, Sonne. Sonne, Sonne, Mond. Mond, Sonne. Sonne, Sonne, Mond war es. Nice. Noch eines angegangen. Sag doch, Speedrun. Mach weiter, ich werde stärker. Siehst nicht gerade gut aus, Zelda, aber ich werde es schaffen. Lass uns dich wieder normal machen. So, wir haben East, West, oben, East, East, West, North, West. East. Nee, falsch. Okay. Also. Wir sind im Westen, wir sind nicht Osten. Okay, also. Weiß, schwarz. Weiß, schwarz, weiß. Schwarz, weiß, schwarz und weiß. Okay, wir haben zu viel gedrückt. Okay, dann müssen wir dann einfach runter. Okay, also wir haben weiß, schwarz, schwarz, weiß. Dann haben wir... Wieder falsch gemacht. Ah, jetzt nicht ablenken lassen. Guck. Also, weiß, schwarz, weiß. Schwarz. Hier nochmal drauf, dann wieder hoch. Hoch, dann ist hier das Weiße, dann wieder hoch und nochmal. Nice. Bäh. Okay, auf geht's.
1, 2, 3 und in die vierte. Wir bauen uns unseren eigenen Zell, genau. Fertig für den ersten Schultag, Sally? Ich weiß nicht. Es wird dir Spaß machen, du wirst viele Kinder in deinem Alter treffen und neue Freunde machen. Und wenn sie mich nicht mögen? So ein Unsinn, du bist der coolste Typ, den ich je getroffen habe. Ich? Natürlich. Ich will dich nicht verlassen, Mama. Du brauchst keine Angst zu haben, Liebling. Die Lehrer werden sich gut um dich kümmern. Ich werde hier sein, wenn du zurückkommst. Ich liebe dich. Ich liebe dich noch mehr, Sally. Vergiss das nicht. Oh, mit der Mami. Nice, Tim Burton Style. Ah, ist das die Höhle vom Wendigo so? Wendigo so. Seh, ich kann mich nicht erinnern, dass sie so groß war. Noch eine Illusion, kreiert von deinem geliebten Kult. Hat Mr. Ernst gerade einen Witz gemacht? Nein, hier ist Jim Johnson. Okay, ich gehe dann mal die letzte Pyramide finden. Viel Glück. Wir gehen natürlich erstmal zurück, ne? Um den Chip zu finden. Wir haben die 6 in Rot. Das mit der Mama ist wirklich süß. Erinnert mich auch an Franbo. Ja, das spielen wir auch noch. Und da freue ich mich schon drauf. Franbo war schon echt nice. Oh, ganz viele. Hallo? Mann, verzieh dich, Alter. Ich bin stärker, als ich aussehe. Ich habe keine Angst, dich auszuschalten. Hey, ich bin nicht hier, um Schwierigkeiten zu machen. Ich suche nur etwas, was ich verloren habe. Tun wir das nicht alle? Egal, du versuchst besser keine faulen Tricks. Ich lass dich nicht in den Augen. Werde ich nicht, versprochen. Mein Name ist Sal Fisher. Tala Grau. Und was machst du in diesen Höhlen, Sal Fisher? Mal abgesehen von sich an Leute anzuschleichen. Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ich glaube nicht, dass ich dich in der Gegend von Knoxville schon mal gesehen habe. Meine Verwandten sind von hier. Ich besuche sie nicht zu oft, aber vor kurzem ist mein Großvater verschwunden. Unglücklicherweise geschieht das hier oft in der Gegend. Ich hoffe, du findest ihn. Danke. Mein Großvater war von diesen Höhlen fasziniert. Er meinte immer, dass unsere Vorfahren diese Malerei schufen. Sie wäre eine Warnung von einem hungrigen Biest, das in dieser Gegend jagen würde. Hast du hier irgendwo eine kleine Pyramide aus Metall gesehen? Eine kleine Pyramide? Ich nehme an, ist es das, was du verloren hast? Klar. Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Was ist mit drehbaren Hexagons? Und du bist hier mit einer Maske und suchst nur ein paar Formen, richtig? Ist eine Prothese. Jedenfalls tut es mir leid, dass ich dir nicht mehr mit deiner Geometrie helfen konnte. Interessant. Meiner Geometrie. Ich verstehe nicht, was passiert, aber die dritte ist jetzt aktiv. Wird ich das zurückbringen? Mein Geist wird fähig sein zu handeln, aber mein Körper kann nicht zurückgeholt werden. Bist du sicher? Die Prophezeiungen sind etwas vage, aber sie sagen, dass du eine psychische Form annehmen wirst. Bin mir über gar nichts sicher. In Ordnung, ich kümmere mich um die letzte Pyramide. So, also. Dunkel, hell. Dunkel, hell. Dunkel, hell. Dunkel. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Nice! Verdammt, das sollte sich wiederholen. Geht's dir gut? Es schmerzt. Trotz Notizen sind noch weit, aber ich habe nichts verstanden, was sie bedeuten. Tut mir leid, Sir, ich habe dich schon wieder enttäuscht. Du verdienst etwas Besseres als mich. Warte, ich glaube, ich weiß, was das heißt. Ich weiß, was ich tun muss.
Arg nicht. Ich werde gerne sterben, wenn du dafür leben darfst. So kann ich gut machen, was ich verbockt habe. Nein! Nein! Rette sie, Sally Face. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Nein! Nein, Mausi! Ash, nein! Wie viele derer, die du liebst, wirst du töten, um die Welt zu retten? Game over, ja, ich glaube auch. Was wird bleiben, wenn es wert ist, Was wird bleiben, dass es wert ist, zu retten? Alles okay, Larry? Klar, Alter, ich hab nur was im Auge. Ich hab dir gesagt, dass der Film einen emotional aufwühlt. Es ist einfach so schön. Ich hoffe, sie kommt noch zusammen. Sie verdienen es, glücklich zu sein nach allem, was sie durchgemacht haben. Okay. Hey Larry, was läuft? Glaubst du, dass mich irgendwann so lieben könnte, wie sie sich die beiden lieben? Du musst dahinter noch ein Ausrufezeichen und dann Dili. Genau. Er würde dich nicht lieben, Mann. Du bist Sallyface, du bist perfekt, Alter. Oh, diese Bromance. Dili hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich kann Nile einsehen. Wundert mich, dass du es erst jetzt fragst. Sein derzeitiger Mietvertrag läuft aus, deswegen haben wir gewartet. Mich würde es freuen, wenn er einzieht. Larry sicher auch. Allerdings zieht Larry auch erst nächstes Jahr ein. Stimmt, danke jedenfalls. Nile wird sich über diese Nachricht sehr freuen und ich kann ihn endlich wieder bei mir haben. Die Steine sind besonders groß derzeit. Was ist los, Sal? Ich kann das einfach nicht. Tut mir leid, deine Zeit verschwendet zu haben. Vergeudet. Brauch dich nicht zu entschuldigen. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu malen. Du bist eine richtige Künstlerin, Ash, eine gute Lehrerin. Ich werde aber niemals so gut sein wie du. Aber natürlich wirst du das. Übung und Überzeugung, das ist der Schlüssel. Aber nur, wenn du möchtest. Man muss nicht in allem gut sein. Manche Dinge macht man nur so zum Spaß. Oder weil wir dadurch Zeit mit anderen Menschen verbringen, die wir gern haben. Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe die Zeit mit dir genossen. Sehr sogar. Cool down. Genau. Downtown. Freut mich zu hören. Wann auch immer du wieder Lust hast zu malen oder auch nur rumzuhängen. Lass es mich wissen. Ashley. Wünschte, du hättest dich selbst gesehen, wie ich dich sah. Du warst kein Versager in meinen Augen. Du warst immer für mich da. Du gabst mir Hoffnung, als ich es am meisten brauchte, sogar als du die schrecklichen Dinge sahst, die ich getan habe. Auch wenn du nicht verstehen konntest, weshalb ich es getan habe, hast du zu mir gehalten, wie das ist das, was zählt. Das Ritual benötigt eine letzte Vorbereitung. Ergreife die Macht der Klinge des Osiris. Was passiert mit mir? Ash, kannst du mich hören? Sal, wo bist du? Das Ritual hat eine Kraft in mir geweckt, aber ich kann nicht in deine Welt zurückkehren. Du musst mein Schwert in der Dunkelheit sein. Die Kraft, die ich fühle, bist du das? Ja. Heilige Scheiße, Sal. Oh ja, du sagst es. Oha, danke, dass du mir damit vertraust. Ich hätte diese Kraft nicht ohne dich bekommen, Ash. Es ist alles dank dir. Lass uns das Kultisten in den Bobbys treten. Okay. Ausgang. Achso, ja, sollte ich jetzt rausgehen. Das heißt dann, zensieren nicht vergessen. Ach so, ja. Man sieht nichts. So, jetzt geht's weiter.
jetzt so weiterspielen, weil es für Twitch dann halt nicht mehr konform wäre. Wo sind alle? Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich bin echt nicht gut darin. Ich schummle auch. Ja. Okay, also es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ihr das jetzt nicht seht. Was zur Hölle ist dieses Ding? Ich lese es aber trotzdem vor, ne? Speichern. Oh, hier ist ein Save. Das wollen wir noch sehen. Okay. Also dachte, du bereitest nur vor. Nö, nö. Ich hätte das jetzt durchgezogen. Ja. Da komme ich jetzt hier irgendwie nicht weiter. Hier ist noch ein Safe. Okay. Letzte Prophezeiung für einige Gruppen Eingeborener. Eine Splittergruppe von Stray. Ehrlich gesagt, keine Lust, das zu lesen. Wollen wir das nicht vielleicht am Sonntag machen? Weil ich wollte eigentlich überhaupt nicht so lange streamen. Wir machen schon wieder viel zu lange. Wollen wir uns das Finale für Sonntag aufheben? Wie sieht's denn da aus? Und dann zeichnen wir am Sonntag ja noch ein bisschen. Ich würde mir das Finale jetzt für Sonntag aufheben. Es hat schon länger gedauert, als ich jetzt noch dachte. Aber denke ich auch nur noch so 30 Minuten. Ja, ist ja kein Problem.